Wir grüßen euch, liebe Dampferdampferinnen, alle, die es mal werden wollen. Wir stellen euch heute von Milkman das Delight Bubble Milk vor. Das sind so, ja, quasi Shaken-Vape-Flaschen, die in so einem Milchkarton daherkommen. War vor drei Jahren ungefähr mal im Hype. Sind ja ziemlich in Vergessenheit geraten, gibt es aber teilweise noch zu kaufen. Kostet 25 Euro eine Flasche mit 50 Milliliter, ist mega extrem teuer. Hat aber quasi so diesen ganzen milchigen Markt quasi begründet und damit ging es los. Es war noch vor meiner Zeit, ich habe es jetzt zum ersten Mal richtig gedampft. Und soll ich direkt anfangen? Warte mal, die Beschreibung ist Jasmin-Tee, Honey Glazed Boba, was so diese Bubble-Tea-Perlen quasi sind. Mhm. Cremige Milch, leckerer Jasmin-Tee, die hellen und blumigen Noten des Jasmins werden ausgewogen abgemischt mit der bekannten reichhaltigen und cremigen Milch von Milkman, abgeschmeckt zu einem köstlichen Honey Glazed Boba. Beim Einatmen fallen die schweren, cremigen Aromen der Milch zum Tragen. Der Abgang wird von der Frische der Jasminblüten. Die Firma gibt es schon länger. Ich weiß, welcher der Schreiber da ist auf jeden Fall, wo der jetzt arbeitet. Also ich muss auf jeden Fall sagen, ich finde, dass eine Milchnote schmeckt man auf jeden Fall. Also sehr, sehr milchig, cremig wieder das Ganze. Ich finde aber, dass es so leicht so kratzt. Es hat was leicht Kratziges drin. Herbe Note. Ja, so eine leicht kratzige Note, die so leicht killert so am Gaumen bzw. im Mund. Den Jasmin-Tee. Das kann aber daran liegen, dass da Nikotin drin ist. Nee, dann nicht. Habe ich da keins rein? War nee. Beim anderen auch. Also, nee, das ist nicht. Nee, also, ich schmecke das nicht. Also ja, nee, hast recht. Bin eh nikotinresistent. So, und diesen Jasmin-Tee, ja, schmecke ich jetzt nicht ganz raus. Daran habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht gedacht. Also, nee, ich habe jetzt nur die Milchnote drin. Die Milchnote schmeckt mir auf jeden Fall sehr, sehr cremig und ich finde, es ist so ein Kratzen wie bei den ganzen Kuchenliquids immer, die wir von mir 3000 Stück, die wir schon Das sehe ich aber absolut anders. Ich finde, hier ist das drin, was bei dem anderen gefehlt hat. Und was ist das? Die herbe Note. Ja, herb würde ich das nicht bezeichnen. Ja, es ist vollmundig, ja. Das ja. Also mir gefällt es auch ziemlich geil und ich finde den Preis sogar, also ich würde es mir kaufen für den Preiz, sage ich ganz ehrlich. Ich erst Geizhals jetzt draufhauen. Ja. Ja, ich finde die Jasmin-Note, die schmecke ich wirklich präsent. Also schmeckt wirklich wie so ein Tee. Geht wirklich in die Richtung, die Milchnote ja, auch verdammt geil getroffen. Ja, halt durch dieses Jasminartige, halt wirklich so ein blumiges mit drin, ohne dass es künstlich schmeckt. Und dann halt wirklich diese Bubble-Tea-Perlen, die hatte ich auch, ist ja glaube ich in Deutschland verboten, seit Jahren nicht mehr getrunken. Aber so original, wenn ich das dampfe, denke ich an Bubble-Tea. Schöne Jasmin-Note, schöne Milchnote und dann diese Perlen. Perfekt, für mich perfekt. Und ist eine Herbe mit drin, die jetzt bei dem Maple sonst was, wie das hieß, vom letzten Video quasi gefehlt hat. Barista Brew, ja. Ja, damit haben wir es abgeschlossen. Ja. Wir bedanken uns fürs Ansehen, wünschen euch noch einen wunderschönen Abend. Wenn euch dieses Video gefallen hat, natürlich einen Daumen nach oben. Schreibt in die Kommentare unten rein, falls ihr das selber mal getestet habt. Vielleicht auch schon so lange dampft und das noch von früher kennt. Vielleicht hat das so ob das 30 Jahre her ist. Naja, für die Dampferszene 3 Jahre ist ja schon quasi... Vor meiner Zeit war das. Wie immer auch sei, in diesem Sinne... Tschüss.